Willkommen zurück in die wunderschöne Welt von The Elder Scrolls Online. Heute will ich einem Dunkelelfen helfen, die Grabstätte bzw. eine alte Grabstätte seiner Familie zu finden. Eine Quest, die ich schon vor einiger Zeit begonnen habe. Ansonsten, was hat sich sonst geändert? Ja, ich bin jetzt nicht nur ein Alchemist, sondern kann auch Sachen verzaubern und auch gut kochen. Die ganzen Sachen habe ich erworben. Okay, als erstes das hier, das da und das, da gehört alles zu der Mission. Ich soll erstmal Komponenten sammeln und dann zu dem Dunkelelfen zurück. Das heißt, ich werde jetzt hierhin den Knochen eines toten Guabe schaffen. Oh, oh, diese Vögel hier. Die gefährlichen Klippen. Oh, guck mal, was ich da... Oh, der Klippenschreiter hier. Der lässt noch nicht locker. Also doch, er lässt locker. Oh, habe ich jetzt auf so den hier getötet. Einen kleinen Käfer, das wollte ich gar nicht. So, ach guck mal, was man hier so findet, wenn man genau schaut. Also ein Rucksack und ein Trank. Aha, ein Alchemiefläschchen und... Ja, gut. In der Nord. Der Stein kann ich noch nicht, also ein Schmied bin ich noch nicht, kann... Mir wurde aber gesagt, das kann ich auch alles erlernen. Also von dem Questgeber, bei dem ich Alchemist und so weiter geworden bin. Am Ende sagte mir, hey, wusstest du, du kannst auch das und das werden bei dem und dem. Werde ich auch alles machen. Och. Aber jetzt noch nicht. Jetzt erstmal hier was Spannendes. So, lässt du jetzt nach da? Eine Menge... Tiere hier. Oh, man sieht sie schon gar nicht. Man sieht sie gar nicht, bevor es zu spät ist und sie einen angreift. So, ne, warte, jetzt reite ich ja schon wieder falsch hier. Hier ist es irgendwo. Ach, da. Der tote Gua, da liegt sein Skelett. Gut, dann muss ich jetzt hier die Beine eventuell dann doch töten. Ach, Mann. So, der Klippenschreiter. Ah, ne, warte. Verdorbenes Fell, 9 Gold. Warum nicht? Oh. Ein Drachendorn. Eine chemistische Zutat. Kenne ich noch nicht die Eigenschaften. Bestimmt was Krasses. Bestimmt was Krasses. So. Guar. Also, Guar-Knochen. Werde schon mal geschafft. So, als nächstes die Waffe eines ausgestoßenen Aschländers. So, was war hier? Gehen wir mal erstmal hier hin. Oh, du da auch noch. Erstmal die Waffe des Aschländers. Und dann alles andere. Wie komme ich hier am besten hin? Ich glaube, ich muss sogar da nach oben, wenn ich mich nicht irre. Wie gut kann das Pferd hier eigentlich springen? So wie ins... Oh! Was? Was? Leute, das mache ich nämlich jetzt zum ersten Mal hier. Und Alter, springt ja noch besser als in Skyrim. Aber weiter, den wollte ich eigentlich gar nicht bekämpfen. Alter, die Pferde springen hier so abartig krass. Also im positiven Sinne. So Leute, eigentlich will ich euch nicht bekämpfen. Nein, Mann! Haben sie mein Pferd weggehauen? Man kann nicht einfach so mit dem Pferd vorbeireiten an den Feinden. Sie hauen einen irgendwann weg. So, irgendwo da. Ah, die greifen an. Ah, nein. Oh Mann, ey. Warum seid ihr denn so viele hier? Was ist denn hier los? Okay, das ist natürlich ganz offensichtlich deren Lager. Moment. Muss ich jetzt aber anders hier machen. Weg hier. Boah, was ist denn da los?
Nature-Gauner? So, Leute, Mann. Soll ich mich entspannen jetzt langsam? Okay, wer... Wer seid ihr? Und ein Dursok. Ey, die kenne ich ja gar nicht, diese ganzen... Also erstens, ich weiß jetzt nicht, was sind das für welche hier? Okay. Okay. So, ich will nur kurz gucken, wen ich da... Wow, was seid ihr denn? Nature-Gauner. Raubbrecher, sind das... Was sind das für Viecher? So eine Art... So groß geratene Goblins? Ach, guck mal, Rundstein. Oh, drei verschiedene. Ah, ne, Einrichtungsmaterial und zwei Rundsteine, okay. Bist du stark, Dursok? Ne, geht so. Ah, doch, doch, ich glaube, so einen habe ich schon bekämpft. So eine Art Hund. So, wie komme ich denn jetzt? Ist das, ich glaube, das ist da mitten in diesem komischen Lager, bei dem ich da gerade war, ne? Die Quest. So, mal kurz gucken, was haben wir hier? Eine Jute. Das Pferd ist, übrigens, ja, ich habe das jetzt dreimal verbessert, was die Geschwindigkeit angeht. Aber die Verbesserung ist immer so um 1%. Okay, hier komme ich doch nicht hoch. Deswegen hat das Pferd jetzt, glaube ich, 3% bessere Geschwindigkeit als ganz am Anfang. Ihr da, haltet den Kopf unten und kommt her. Oh, warte mal, ich glaube, das ist was Geiles. Runter vom Pferd, Moment. Mitschrift des Verfahrens von Omaren. Das blätter ich mal kurz durch. Hast du hier was noch? Na cool. Hoffentlich sucht ihr nicht nach einer Überfahrt von der Insel. Die Mannschaft hat Landgang, wisst ihr? Von der dauerhaften Sorte. Wahrscheinlich seid ihr auf dem Weg hierher über ein paar von ihnen gestolpert. Arme Bastarde. Ein verletzter Ork, was ist hier geschehen? Eine üble Sache. Ein Geschäft, das daneben ging. Ich arbeite für einen Ork-Hauptmann namens Karthag. Wir sind Seilfische, Schlepper. Sklaven bezahlen uns Unsummen für eine Überfahrt zum Festland. Als die Kamonna Tong davon erfuhren, wollten sie ein Stück vom Kuchen. Karthag meinte zu ihnen, sie sollen gefälligst abhauen. Also haben sie angegriffen? Ja, fielen über uns her wie ein Oger mit einem Brandmal auf dem Arsch. Wir haben uns nach Kräften gewehrt, doch das hat nicht gereicht. Karthag und einige der Sklaven sind in die Höhle geflüchtet mit Kamonna-Schlägern auf den Fersen. Ohne Hilfe sind sie so gut wie tot. Okay. Ihr gehört nicht zufällig zur heldenhaften Sorte? Ja, ich werde mich um diese Kamonna-Tong kümmern und Karthag und die Sklaven dort rausholen. Vielen Dank, dass ihr das getan habt, Kamerad. Karthag ist ein Schwachkopf, aber das, was die Kamonna-Tong ihm antun wird, hat er nicht verdient. Wie ich schon sagte, er ist mit ein paar Sklaven da reingegangen. Mapkir, Yareeto und Vivaska. Ihr solltet sie auch da rausschleifen. Nochmal kurz, erzählt mir mehr über Kamonna Tong. Sie sind ein Syndikat. Eine Verbrecherfamilie. Jeder schuldet ihnen etwas. Angefangen beim billigsten Schläger bis hin zum Ratsherrn. Wenn sie den Daumen auf die Waage legen, schaut man lieber weg. Wenn sie einem sagen, man soll was aufheben, nimmt man das lieber fix in Angriff und bedankt sich artig dafür, dass man ihnen helfen durfte. Okay, so eine Art Mafia hier. Und Nakul. Vielen Dank, dass ihr das getan habt, Kamerad. Warte mal, was? Ich hab jetzt mit... Ach so, warte mal. Heißen die beide Nakul? Ich verstehe das nicht. Ah, okay, der ist hier tot und das ist dann Nakul, den ich anspreche, verstehe. So, hier anscheinend natürliches Mineralwasser. Ja, warum nicht? Aber ich habe doch noch nichts Vielen getan. Vielen Dank, dass ihr das getan habt, Kamerad. Karthag ist ein Schwachkopf, aber das, was die Kamonna Tong ihm antun wird, hat er nicht verdient. Wie ich schon sagte, er ist mit ein paar Sklaven da reingegangen. Okay, ich habe noch nichts getan, aber er dankt mir. Also da rein ist er gegangen. Hier wäre die Mission also möglich. Und das sind die Kamonna Tong. Und die haben da sogar was zu holen. Okay, dann kann ich ja gleich gucken, wie gut ich mit denen fertig werde. Oh, okay. Ja, was ich am meisten
nicht leiden kann, sage ich mal so, ich jetzt nicht zu sagen, dass ich es hasse, ist, dass sie einen verlangsamen, wenn sie einen treffen. Also gerade als Khajiit will ich flink sein, ich will wegrennen können, eine gute Position suchen. Ja, und das lassen sie, lassen mich das einfach nicht machen. So, Rucksack. Ein Dolch. Nicht schlecht. Können wir verticken. Ja, dann weißt du was? Wo ich schon mal hier bin, kann ich doch mal kurz in die Höhle reinschauen. Wenn die Quest nicht allzu schwer ist, hier sind die armen Schweine. Wobei, nee. Ah, doch, doch. Ne, Khajiit. Kann ich ja schauen. Ich meine, der andere Quest kann ja warten. Da geschieht schon nichts. Und hier, das klingt so, als müsste es sofort erledigt werden. Okay. Einiges, was ich hier zu tun habe. Sucht im Lager nach Sklavenjägeraktivitäten. Eingebettet in glitzernde Schätze an dem Ort, wo die roten Kristalle glühen. Was ist das denn? Ich verstehe es nicht. Also vielleicht ein bisschen schleichen hier. Okay. Da komme ich anscheinend nicht hoch. Eigentlich ist es schon hier. Wenn ich hier hochkommen würde. Aber nein, 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 nein. Das wird, glaube ich, nicht geschehen. Pferd kann ich hier nicht rufen. Jetzt würde ich sogar wirklich versuchen, da die Klippe hochzukommen. Ich glaube, ich muss wirklich... Ich gehe dann am besten entlang. So, nee, tatsächlich... Warte, nee, warte, 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 warte. Hm. Ich weiß nicht, wie ich über diese Gewässer hier... komme, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ah, warte, da komme ich hoch. Na schön. Kann man da tun? Ja. Okay, ich würde sagen, solange sie einzeln hier stehen, werde ich mit denen tatsächlich mal kämpfen. Ist immer noch besser, als wenn sie zu zweit oder zu dritt angreifen. Na gut. Sie hier einen Ork erledigt, oder? Seegras, Getränke. Chemieflaschen. Da ist noch so eine. Nicht jetzt. Nicht jetzt. Okay, das ist ein Magier. Beziehungsweise Pfleger ist wahrscheinlich so eine Art Heiler. Aua. Ah, es geht ja mit denen. Die machen mir ja kaum Schaden. So, Moment, Moment. Okay. Bestienruferin. Okay, entdeckt. Ich wollte mich an sie heranschleichen. Ruft sie jetzt eine Bestie? Wow, sie ruft tatsächlich eine Bestie. Und, oh, da habe ich schon die nächsten getroffen. Aus Versehen. Wow, 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 wie krass bist du denn? Nicht ein richtiger Assassine. Wow, Glyphe. Glyphe zum Verzaubern, nicht schlecht. Letztens habe ich meine erste gemacht, hier eine umsonst gefunden. Da sage ich nicht nein. Da sage ich nicht nein. Okay, da sind jetzt zwei. Ein Magier und... was auch immer das andere sein soll. Wahrscheinlich so ein Kämpfer. Ein Bogenschütze sogar. Oh, und guck mal, was sie kann, oder ja? Das, was ich auch kann. Den Pfeilhagel. Ah, ich habe kein Ausdauern. Nein! So, gut. Und sie hat einen geilen Bogen dabei. Nein, hat sie nicht. Schulterpolster
leicht sogar besser als meine und meine sind so fast kaputt. Das kommt mir doch sehr gelegen. Ne, sowas, also sowas Billiges repariere ich nicht. So, na gut, hier ein paar, die Sache habe ich repariert letztens. Die muss ich entweder bald reparieren oder was anderes anziehen. Und eine Sache habe ich mir verzaubert. Was war das nochmal? Weiß ich gar nicht. Ach, hier. Das habe ich selber verzaubert. Ja, gewährt 173 maximales Leben. Deswegen auch so schlecht, weil das meine erste Verzauberung war. Gut. Machen wir den hier. Oh, das sieht doch direkt besser aus. Passt irgendwie besser. Löschchen. Erhöht eure Ausdauergeneration. Nicht schlecht. Trinken wir auch gleich. Weil Ausdauer gerade tatsächlich gefehlt hat. Okay, das ist ein Droid-Krieger. Letztens habe ich ja mit Droids gekämpft. Das waren ja normale Droids. Ein Droid-Krieger wird ja nochmal heftiger sein, oder? Oder geht es? Oh, krass. Der kann Magie. Also Droids schon ein bisschen stärker als diese Kamonatong, was den reinen Schaden angeht. So, ich nehme jetzt die Sachen nicht einfach, weil sie viel... Wobei, vielleicht kann ich daraus was Köstliches kochen, weißt du? Ah, ich nehme sie doch mit. Okay, habe ich jetzt schon alle mitgenommen, na gut. So, noch ein Toter. Ist interessant, dass sie so im Sitzen... Alle irgendwie so im Sitzen verstorben sind. Na gut, nicht alle. So, da ist noch ein Droid. Wir sind Kemonatong. Gehe ich so am besten? Komme ich da durchs Wasser? Das ist die Frage. Hier ist ja eine Sackgasse. Da brauche ich ja nicht hinzugehen. Oh, ich komme an den allen nicht vorbei. Das kannst du vergessen. Jetzt hat sie mich auch noch gesehen. Das rastet komplett aus, einfach mal, ne? Ah, da. Aha, okay. Das heißt, da ist irgendwo ein Aufgang. Sie ist da hochgekommen. Aha, okay, da. Na gut. Ich würde sagen, wirklich, ich muss erstmal den hier. Der ist ja alleine. Und dann die anderen. Perfekt. Die beiden. Also meine Schwäche ist natürlich, wenn ich von mehreren angegriffen werde, bin ich sehr schnell im Arsch. Weil ich einfach wegen meiner leichten Rüstung nicht viel aushalte. Die sowieso auch schlecht ist. Also ich glaube, mittlerweile müsste ich eigentlich eine bessere Rüstung haben. Irgendwie läuft es bei mir nicht so mit den Rüstungen. Ansonsten der Schaden, den ich denen mache, ist gut. Ne? Das ist schon nicht schlecht. Ach, diese Geräusche hier in der Höhle. Der Schaden ist nicht schlecht, aber wenn ich dann von mehreren auf einmal angegriffen werde, kann es sehr schnell zu Ende sein. Gut, ja, ich sehe, durch das Wasser komme ich tatsächlich hin. Durch. So, Bögenschützen, Kamonatong. Was bist du denn? Netzspule, tot. Okay, hier ist anscheinend ein Spieler durchgerannt, wenn dann tot an Netzspule ist. Guck mal hier. Diese Droids hier. Na, jetzt hat er mich gesehen, okay. Jetzt hat er mich gesehen und der Bogenschütze hier auch. Und die Droids. Oh, und gerade die Droids. Nein. Da stehen noch welche. Ja, die Droids machen Schaden. Die machen Schaden. Hatte ich dich nicht erledigt? Ja. Das ist ein Droid und ein Droid-Krieger. Na komm, dass ich den einen wenigstens wegkriege. Sehr schön. Jetzt wird es einfacher. Ah, der wird sogar angegriffen. Nein, ich kann nicht weg.
Ich kann nicht weg. Ich stecke fest, verdammt. Ich steckte da gerade fest. Eieieiei. Mann, jetzt um. Oh, und natürlich seid ihr alle neu gespawnt hier. Sehr schön. Oder waren das die zwei, die da standen? Ja. Doch, da ist einer gerade nachgespawnt. Das ist so bescheuert. Okay, das ist... Ja, super jetzt. Diese kleinen Krabben hier. Okay, das war jetzt nicht mehr lustig. Das war fast zu Ende. So, komm. Solange die anderen nicht nachgespawnt sind, werde ich auch mal mit dir hier fertig. Stehen ja an jeder Ecke. Schön. So, ich habe Rang 15 beim Schatten erreicht. Okay. Das ist, weil ich die Fähigkeiten die ganze Zeit nutze, die für Schatten verantwortlich sind. Okay, da sind extra so viele hier, weil ich tatsächlich auf dem richtigen Wege bin. So, eine winzige Klüpfe des Schocks. Und, aha, super, ein Gürtel. Und genau jetzt bin ich überladen. Super. So, Moment, ganz schnell. Komm, wo ist denn zerstören? Da. Kann ich hier gleich anziehen. Also beziehungsweise diesen Gürtel. Weil meiner sowieso fast kaputt ist. So, ach nee, meiner hat mir sogar was gebracht. Mana. Ah, scheiße, nee, dann doch nicht. Der war ja ganz normal hier. Also solange meiner nicht zerstört ist, lasse ich ihn erstmal an. Wow! Okay, Fußtreu. Flusstreu, komme ich an dem vorbei. Ja, dass er mich sieht hier. Ja, Tatsache. Und hier ist der Hinweis, den ich suche. Was ist das? Brief dem Jay. Okay, sucht im Lager nach Sklaven. Jägeraktivitäten und sprecht mit was? Mit wem? Was soll ich denn jetzt hier in der Höhle machen, Mann? Die hier soll ich doch suchen, oder? Naja. Aber irgendwie... Würden da keine Marker angezeigt? Na gut, ich muss sie auch finden. Jarietowisch, Vaska, Artak. Das ist ja der Ork, von dem er geredet hat. Und Magbkir. Map hier. Ja, okay. Wie soll ich sie denn finden? Das heißt... na, vielleicht versteckt sich hier einer irgendwie. Also ich laufe jetzt, glaube ich, hier so entlang. Wenn ich niemanden finde, dann laufe ich hier raus. Ist doch mir ein bisschen viel zu anstrengend hier, muss ich sagen. Und diese Droid-Krieger, die machen es nicht gerade einfach. Ich. Okay. Ah, noch ein Droid-Krieger. Ne, normaler, okay. Normaler ist natürlich gut. Wow.
Die haben immer das Gleiche dabei. Da ist ein... Boah, was? Alter, Rostauge, das ist doch... Okay, das ist schon mal ein Boss. Und da, ich sehe, da ist tatsächlich Missionsziel. Oh, von dem Rostauge. Ja, 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 das ist einer von denen, die ich suchen soll. Das ist wie Vaska. Bitte, Sera, tut mir nicht weh. Halt! Wer seid ihr? Ihr steht nicht in Diensten der Carmona Tong. Dank sei dem Hist. Ihr müsst mir helfen, von hier zu entkommen. Und zwei anderen auch. Wenn diese Carmona-Schurken uns finden, ziehen sie uns bei lebendigem Leib die Haut ab. Ich habe den Weg freigemacht. Schafft ihr es alleine heraus? Habe ich den freigemacht? Ja, ich glaube schon. Habt ihr Mabgir gefunden? Yare? Die Carmona Tong war uns direkt auf den Fersen. Yare ist in eine Richtung geflüchtet. Mabgir und ich blieben beieinander, aber dann ist er ausgerutscht. Ich habe ihn dort gelassen. Vielleicht kann sie mir ja ungefähr sagen, wo die sind. Yare nahm den linken Gang. Aha. Ich weiß nicht, wo er von dort aus hin ist. Mabgir und ich sind nach rechts geflüchtet. Ich habe ihn nicht weit vom Eingang zurückgelassen. Ich werde sie finden. Ja, ja, natürlich. Den linken Gang. Also sie meint wahrscheinlich vom Eingang aus. Nahm Yare hier diesen Gang. Dann ist er hier bestimmt. Hier. Und sie ist in die andere Richtung gegangen. Das heißt, sie ist hier. Yare, beziehungsweise der andere M mit M oder so, wird hier sein irgendwo. Ist schon richtig so alles. Ist hier irgendwas? Oh, warte mal. Hier ist ein Durchgang. Ich weiß nicht, ich will doch jetzt diesen... Ich habe zwar ein bisschen Angst vor diesem Droid hier. Aber das ist ein Droid mit einem Namen, ja. Der ist nicht einfach so. Oh Gott, er ist stark. Oh, er ist stark, er ist stark, er ist stark. Also ich mache ihm so wenig Schaden. Das hat nichts Gutes zu bedeuten, wenn ich jemanden so wenig Schaden mache. Ich muss echt auf... Ah, ich habe keine Ausdauer. Man sieht, also wenn ich mich zu oft treffen lasse von dem, dann wird er mich erledigen. Da muss ich echt aufpassen. Aber er hat nicht mehr viel. Okay. Wow. Nicht schlecht hier. Nicht schlecht alles. Schwer. Ah, natürlich alles gut zu verticken. Ja, ich muss jetzt hier bei mir Sachen wegwerfen. Also ich werfe jetzt das hier doch weg. Also zerstöre es. Was ist sonst denn so viel bei mir? Was habe ich denn schon wieder? Ich hätte diese ganzen Glyphen ablegen sollen, die ich bei mir habe. Was ist das denn? Hä? Check ich nicht. Check ich nicht, was ich da jetzt genommen habe. Ein Ring? Boah, wenn ich zwei davon habe, okay. Was auch immer ich da für Gegenstände habe. Ah, oh, da wird gleich nachts bauen hier. Muss schleunigst Sachen wegwerfen. Das esse ich. So, ansonsten Rezepte brauchen geht nicht. Okay. Okay, machen wir bei alles hier. So, Honig zerstören. Ah, die Runen hätte ich ablegen sollen. Ich habe zu viele davon. So, Fisch. Ah, da will ich noch was daraus kochen. Das trinken wir. Ah, was ist das? Weg damit. Kürbis, Speisen. So, Rezepte. Aha, das ist Alchemie. Das kann weg. Kann ich jetzt irgendwas nehmen bei dir? Sehnstein. Perfekt. Gut, die wichtigsten Sachen habe ich mitgenommen. Also hat sich auf jeden Fall gelohnt, mit ihm zu kämpfen. Ah, hier ist der Durchgang. Okay, also man müsste mit ihm nicht kämpfen. Man hätte den Durchgang nutzen können. Aber das lohnt sich schon, wenn man sich die Mühe gibt. So, diese Droids muss ich auch bekämpfen, da komme ich nicht einfach so durch.
Ja, das ist ein Krieger und ein normaler, wa? Oh. Ah, Mittel, kann ich den noch nehmen? Ne. Oh, warte mal, der kostet 21. Ach komm, so viel Gold ist es nicht. Und wie gesagt, ich trage ja Leichtes, deswegen für mich passt das erstmal nicht. Hm, da sind einige. Die haben da irgendwas getötet und beobachten es. Vielleicht kann ich da vorbeischleichen. Jetzt mit drei von denen zu kämpfen, nicht wirklich Lust darauf. Ah, oh, da sind auch noch zwei, verdammt. Und die stehen genau auf dem Weg. So, was mein größtes Problem ist jetzt tatsächlich Ausdauer, habe ich gerade bemerkt. Das geht die ganze Zeit aus. Ist hier noch irgendwas, was mir Ausdauer gibt? Gut, das esse ich jetzt. Ach, das, ich glaube, ich habe schon so eins gegessen. Naja, egal. So, Mana machen wir auch. Aber jetzt irgendwas mit Ausdauer bräuchte ich noch. Hab aber, glaube ich, nichts, ne? Ne. So, hier noch. Okay. Okay, jetzt habe ich die beiden Ringe rausgeholt. Ne, warte. Ich verstehe es nicht. Ich muss noch irgendwas weg loswerden. Noch irgendwas loswerden. Damit ich diese beiden Ringe holen kann. Warum ist denn der Ring schon wieder nicht hier? Ich habe ihn doch gerade rausgepackt. Was wiegt hier viel? Ich weiß es nicht. So, Dedra-Herz brauche ich tatsächlich nicht. Jetzt erstmal nicht. Ich hätte noch lange keine dedrischen Rüstung machen können. Komm, nehmen wir einfach Fleisch auch weg. So, jetzt. Was hat es mit diesen Kassetten auf sich? Kassette vergessen. Sind das... Wow. Ein Bogen, der noch besser ist als meiner. Leichte... Wow, ist auch besser als meins. Okay. Warte mal. Ich muss jetzt echt gucken. Also, das ist die eine Kassette. Hier war noch irgendwo eine andere mit Ringen. Wo ist sie denn? Da habe ich die jetzt verkackt. Ah, ich kann es nicht nehmen, Mann. Doch. Ich konnte nicht alles auf einmal nehmen. So, okay, also Beine auf jeden Fall besser als meins, das ist keine Frage. Durch das Haus, ja, ja, ja. Wow, leicht für Hochelfen. So, ich würde aufstehen, damit man sieht, aber... So, dann die Panzerhandschuhe, da sind schwere. Die hier werde ich... Ja, die werde ich gleich zerstören, damit sie hier keinen Platz kosten. So, der Bogen. Wow, erhöht eure Magie und Waffenkraft 5 Sekunden lang. So, erhöht eure durchgetötete Feinde erhaltene Erfahrung. So, was war denn bei meinem Bogen? Ach, der verursacht irgendwie dädrischen Schaden, was auch immer das sein soll. Bogen des Propheten habe ich. Hm... Und maximales Leben gewährt. Also meine ist tatsächlich noch besser. Hier ist ja nur der Schaden ein bisschen höher. Okay. So, das war die eine Kassette. Wo ist denn die andere mit den Ringen? Wo ist die andere mit den Ringen? Hm. Ich check es nicht. Ich hatte ja... Ah doch, ich habe die beiden rausgeholt. Mann, was mache ich denn für eine... So, okay, meine Ringe hatten mir zwar was gewährt, aber diese beiden, wenn sie beide angezogen sind, geben sie einem über 1000 Lebensenergie. Oh, ja. Ne, warte. Ah, ich hatte hier eins. Verringerte Ausdauerkosten von... Ah, der war gut. Und er hört... Ah, Mann. Hm, Ausdauer brauche ich doch gerade so dringend. Ne, weißt du was? Lebensenergie hin oder her. Aber die beiden Ringe hier geben Ausdauer. Hier 607. Und der andere 647. Das brauche ich jetzt. Da kann ich nichts machen. So, okay. Komme ich an euch Idioten vorbei.
nein. Ah, okay, soll mich nicht. Aber... Umgehen! Ah, ich kann mich gerade nicht bewegen. Aber ich muss nur mit diesen beiden jetzt kämpfen. Die anderen haben mich... Oh mein Gott. Ah, das ist ein Spieler, wie geil. Alles gut, das ist ein Spieler. So, und die bin ich umgangen, ja? Die haben mich nicht gesehen, das ist schon mal gut. So, eigentlich muss der irgendwo sein, der andere Typ, den ich suche. Was ist der denn? Ich hatte ja gedacht, dass er hier ist. Ne, hier. Aber da ist er nicht. Das sind ja diese anderen Leute, die ich umgangen bin. So, schwer. Gucken wir. Ah, da ist er. Sehr schön. Sehr schön. Roy Krieger hier, natürlich. Gib auf. Gib einfach auf. So, okay, die habe ich untersucht. Oh nee, ah, der Khajiit hat es nicht geschafft. Verdammt. Blutgetränkter Brief. Okay, der hat es also nicht geschafft. Jetzt wäre nur noch einer und der ist hundertprozentig hier. Ah, das ist nicht so gut. Aber das mache ich jetzt noch. Weil ich schon so weit gekommen bin. Erstmal mit Hilfe. So. Okay, also letztens bin ich ja so entlang gerannt, ne? Ah ne, ich hatte... Genau, ich hatte hier diesen Aufgang hatte ich genommen, genau. Verdammt, jetzt sind sie natürlich alle auf nachgespawnt. Aber die waren ja hier nicht so stark, alles gut. Ja, das ist... Ich weiß nicht. Ich finde das mit dem Nachspawnen... Ja, ist eine gute Sache. Ja, es sind ja viele Spieler hier, jeder will irgendwie Gegner haben. Aber Mann, können die wenigstens für mich nicht so schnell nachspawnen, ja, dass ich nicht tausendmal mit den gleichen Leuten kämpfen muss. Nur weil ich zu faul war, in diese Nische da reinzugucken. Na gut, wenigstens sammle ich ein paar Gegenstände. Ja, aber versteht ihr, ich war einfach zu faul, in die Nische reinzuschauen. Und schon habe ich, schon muss ich dafür hier... Ah, schon wieder der da, ne? Fand ich schon vorhin nicht so nice mit seiner Magie. Was ist da unten eigentlich? Da muss ich sogar so lang. Dieses Mal. Also alles in allem will ich sagen, es sind so einige Sachen, die ich gerne raus hätte. Zum Beispiel nachspawnen sollte nicht so schnell gehen. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache, dieses, was ich schon mehrmals erwähnt habe, dass die Gegner... Die gegen einen bestimmten Ort haben, wo sie sich befinden. Und wenn sie sich zu weit von diesem Ort entfernen in einem Kampf, dann rennen sie irgendwann, dann drehen sie sich um, regenerieren komplett, egal wie lange man mit denen gekämpft hat, und dann rennen sie zurück und sind währenddessen auch nicht angreifbar. Sowas weiß ich nicht. Es muss einfach raus. Ansonsten alles in allem eigentlich sehr geil. Ne, also, ich will ja hier nicht nur meckern. Die Quests waren bis jetzt sehr, sehr, sehr interessant. Und da war ich wirklich eher positiv überrascht als negativ. Okay, ich muss dann doch auf die Brücke. Verdammt. Komme ich denn hier? Ah, ich komme dann auch so durch, ne? Auch so. Perfekt. Ja, hallo. Seid zu dritt, wa? Nicht gut. Zur Flanke! Hier kurzen Prozess mit denen. Oh nee. Ja, das sind die beiden, die hatte ich bekämpft letztens. Warte, dann kann ich ja versuchen, vielleicht das mal so hier. Oh nee, der hat mich entdeckt.
Er hat mich entdeckt und das ist ein starker Krieger. Ich renne jetzt einfach vorbei hier. Es sind mehrere hier von ihm. Ja, 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 ich war hier. Ich habe mit denen gekämpft. Verdammt, verdammt, verdammt. So, dieses Mal. Dieses vielleicht. Ja, sehr gut. Es sei denn, ihr wollt ein paar Finger verlieren. Ihr verliert ja gleich ein paar Finger. Ihr legt mich nicht wieder in Ketten. Oh. Niemand wird das. Und die Droids sind mir auch hinterher, verdammt. Ach, warte. Kämpfen sie? Kämpfen sie? Nee. Ich wollte gerade sagen, die kämpfen mit den Droids, aber nein, 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 nein. Die gehen nur auf mich los. Die gehen leider nur auf mich los. So, ja. Das ist ein... Ah, bist du alleine, wa? 1 gegen 1. So. Chiari. Vielen Dank, Fremder. Ich war kurz davor, mir die Pulsadern aufzuschneiden. Wenn ich zwischen der Sklaverei und dem Freitod wählen muss, entscheide ich mich für den Freitod. Der andere Sklave wartet draußen mit Nakol. Geht und findet sie ihm. Sklave? Meint ihr nicht Sklavin? Mabkir und Vivaska sind entkommen, oder nicht? Vivaska hat überlegt, aber Mabkir hatte nicht so viel Glück. Der hat nur einen Zettel hinterlassen. Mabkir ist tot, aber er lebte noch, als ich... Ich weiß, dass ihr alles getan habt, was euch möglich war. Habt Dank, mein Freund. Möge der Hist über euch wachen. Danke. Danke für den Hist-Segen. Gut, damit bin ich eigentlich fertig, ne? Damit bin ich fertig. Also, ich bin schon aus der Höhle rausgerannt, weil ich dachte, dass ich alles gefunden habe. Aber nein, denn ich muss hier noch den Karthag finden. Und der kann eigentlich nirgendwo anders sein als hier. Also ich bin jetzt auch kurz davor. Hier, die anderen Spieler helfen mir, das ist sehr gut. Helfe ich auch mal hier ein bisschen entgegen. Aber ich glaube, der Spieler da braucht eigentlich gar keine Hilfe, wie das ausschaut. Oh, guck mal, Eisenschwert der Flamme. Uff. Nehmen wir mal mit. So, ja, das ist tatsächlich der Karthag. Ha, getötet von einem verdammten Elfen. Was für eine Art zu sterben. Und? Was starrt ihr denn so, Welpe? Werdet ihr mir den Rest geben, oder was? Ich bin kein Mitglied der Kommandantung. Nakol hat mich gebeten, euch zu retten. Sieht aus, als kämt ihr zu spät. Es ist Gift, wisst ihr? Diese fiese kleine Sprotte wusste, dass sie auf ehrenhafte Weise nichts gegen mich zu melden hat. Aber also schöne... griff sie mich mit einer vergifteten Klinge an. Ganz ihre Art. Sind die anderen entkommen? Jare und diese Bande? Also, was ich sagen wollte, schöne orkische Rüstung hier. Okay, alle außer Mabkir. Nakol meint, das hier wäre ein schlechtes Geschäft gewesen. Warum habt ihr euch dem Kommandantonk widersetzt? Weil Mauloch, ich weiß es nicht. Vielleicht hat mir nicht gefallen, wie sie gefragt haben. Hört mal, ich bin kein Heiliger. Ich habe einiges getan, worauf ich nicht stolz bin. Aber verdammt soll ich sein, wenn ich zulasse, dass irgendein hauerloser Schläger diesen Sklaven das Leben noch schwerer macht. Sie haben schon genug durchgemacht. Ich werde sie wissen lassen, wie ihr gestorben seid. Ihr tut das. Ihr... lebt wohl. Gut, das heißt... Wir töten den Karthag. Ein einmaliges Angebot. Die Gelegenheit, uns in eure Anstrengungen einzubeziehen, erhaltet ihr nur ein einziges Mal. Wir kennen eure Gewinne. Lehnt euch ab und eure verräterischen Anhänger werden getötet. Jeder Sklave, den wir finden, wird gefangen genommen und gezwungen, uns zu dienen. Euch bleiben 3 Tage, um eure Treue zu beweisen. Avus von den Kommandantung. Okay. Gut, das ist hier auch sehr gut gemacht worden, denn hier ist auch schon der Ausgang. Oh, ja, noch jemand von den Kommandanten hier. Ah, Mann, die beiden da auch noch. Können wir da vorbeischleichen? Hm, nein, können wir nicht.
Aber die kommen mir doch nicht hinterher, oder? Nach. Ach so, ich kann gar nicht nach draußen, solange sie mit mir kämpfen, oder was? Moment. Komisch. Bin doch. Ja, anscheinend muss ich den Kampf beenden. Ich kann die Tür gar nicht aktivieren. So, jetzt müsste es aber gehen. Ja. Oh, ist auch interessant, man kann also nicht einfach aus der Location abhauen. Also, na cool. Da seid ihr ja. Ich habe das von Mapkir gehört. Verdammte Schande. Wo ist Kartak? Trödelt er wieder wie üblich rum? Jemand von den Kamanatong hat ihn mit einer vergifteten Klinge niedergestochen. Er möchte, dass ihr sein Werk fortsetzt. Er ist tot. Verdammt. Wenigstens starb er in dem Wissen, dass ihr diesen Haufen gerettet habt. Ich werde weiter Sklaven von Wardenfell schmuggeln. Ganz sicher. Und ich werde dafür sorgen, dass sie auch wissen, warum. Nehmt das hier. Kartak würde wollen, dass ihr es bekommt. Mhm. Viel Glück auf euren Wegen, mein Freund. 153 Gold und Handschuhe. Nehmen wir mal an. Okay, dann jetzt die vorherige Mission noch kurz. Ich suche mal die Waffe des ausgestoßenen Arschländers. So, wo soll denn dieser ausgestoßene Arschländer jetzt hier sein? Hm? Woher soll ich denn wissen, wo der ausgestoßene Arschländer ist? Beziehungsweise seine Waffe. Ich will jetzt nicht all diese Leute hier bekämpfen, versteht ihr? Ich glaube, wenn ich ganz in der Nähe bin der Waffe, dann wird mir doch ein Pfeil angezeigt. Das kennen wir doch schon von den anderen Missionen. Irgendwer hat mich entdeckt. Musst du ausrasten, wenn du mich siehst. Wow, die zerbrochene Waffe eines... Ach so, dann hätte ich einfach einen von denen töten können. Okay, wusste ich nicht. Ich dachte, ich muss irgendwie einen besonderen suchen. Versteht ihr, wo ein Pfeil hinzeigt? Aber im Grunde müsste ich einfach nur einen dieser Leute hier töten. Schon habe ich eine Waffe. Seine Waffe. So, was wäre hier? Warmer Juwelensekret. Ja, machen wir das noch? Warmer Juwelensekret. Aha, und hier wäre ein Aschefahren. Nee, dann warte. Dann mache ich das mit dem Aschefahren, weil hier muss man in eine Location rein. Und hier ist alles draußen ganz normal. Also nehme ich mal an, dass es leichter ist. Kämpfe vermeiden. Soweit wie möglich Kämpfe vermeiden, aber die werden mich gleich sehen. Ja. Okay, weg hier. Die stehen ja hier auch überall, ne? Mann, ich kann mein Pferd nicht rufen. Ah, okay, ich kann mein Pferd nicht rufen, wenn ich dich angegriffen werde, stand da gerade, okay. Jetzt aber, oder? Nee, nee, ich werde immer noch angegriffen. Hier kann man nach alchemistischen Zutaten suchen. Weisenschaumkraut. Kenne ich noch nicht, aber will ich jetzt unbedingt kennenlernen. Ach, das wunderschöne Hähnchen. Werf ich weg. Gerste werf ich weg. Alles nur wegen dir, Waisenschaumkraut. So viel bedeutest du mir. Okay, hier wohnen irgendwelche Leute. Sind aber keine Feinde. So wie es ausschaut, oder? Ah ne, unbefugtes Eindringen. Okay, alles klar.
Na gut, dann versuche ich drumherum. Warum renne ich jetzt auf... Achso, okay, es ist einfach nicht so tief. Ihr habt nicht öffentlichen Bereich verlassen. Das ist aber interessant. Die ganze Sache hier gehört jemandem. Vielleicht werde ich irgendwann, wenn ich eine entsprechende Quest... Redoran-Ritter. Wenn ich ne... Bist du des Wahnsinns? Du warst doch gerade... Warum ist der auf einmal feindlich, Mann? Gerade war er doch noch weiß. Okay, ich darf hier einfach nicht laufen. Mörder. Na klar. Weil die Redoraner Wache mich als erster angegriffen hat, bin ich jetzt ein Mörder. Aber gut, das ist eine Errungenschaft. Ist schon fraglich, was man hier für Errungenschaften hat. Was bist du denn für ein Süßer? Oh, nichts dabei. Ich hätte ihn einfach liegen lassen sollen. Ah, das ist noch so eine bekloppte Wache. Ah, da. So. Aschenfarn. Eine seltene Farn, die an der Küste Wadenfelsen wächst. Man munkelt, dass die Ahemusa-Ascheländer bei der Jagd ihren Geruch mit dieser Pflanze überdecken. Sehr geil, okay. Dass die Tiere sie nicht riechen können. Ich glaube, hier sind noch mehr von diesen Pflanzen. Ach, guck mal, aber noch mehr kann ich leider nicht nehmen. Gut, dann wäre von der Quest jetzt nur noch das hier. Ist aber in einer Location. Ich mache jetzt einfach mal über 70 Gold, muss ich dafür zahlen, aber dafür geht es schnell. Dann bin ich schnell da. Na komm. Sieht zwar schön aus, aber dauert Mist. Dieses Teleportieren. Also beim ersten Mal dachte man so, wow, aber beim 20. Mal denkt man so, ah, komm, mach schneller. Teleportiere dich endlich. Ne, Jute. Jute nehme ich nicht mit, die ist sinnlos. Zumindest zur Zeit. Okay. Komm. Oh, ich hätte mein Pferd nehmen sollen. Komm. Sag mal. So. Hm. Rucksack. So, benutzt diesen Gegenstand, um eurer Bibliothek ein Buch hinzufügen. Okay. Ist ein Eingang. Okay. Das ist tatsächlich eine Höhle. Ach, das ist sogar die, in die ich rein muss. Okay. Gut. Wow. Ein paar Spieler hier, die haben anscheinend auch die Quest gemacht. So. Kwama Juwelensekret. Schmuckkästchen. Breton. Ach so, nee, warte, die Kwama greifen mich hier gar nicht an. Okay. Okay, anscheinend solange ich mich von denen so ein bisschen fernhalte, denen nicht auf die Pelle rücke, greifen die mich nicht an. Sehr schön. Kann ich einfach durchsprinten? Kann ich mein Pferd? Nee, Pferd kann ich nicht. Oh, warum bin ich in diese Richtung gerannt, Mann? Ich habe den längeren Weg genommen, leider. Ich habe ja Zeit. Oh, warte, aber jetzt bin ich irgendwo, wo ich nicht sein soll. Und jetzt greifen sie mich an. Verstehe. Man muss echt aufpassen, wo man hinläuft. Das war irgendwie deren Allerheiligstes. So, warte mal, wohin denn jetzt? Okay. So, Kwama, ich habe kein Problem mit euch. Bitte greif mich nicht an. Ihr wart doch gerade noch so nett. Müsst ihr nicht langsam wieder zurückrennen und so, dieses Umdrehen und Zurückrennen, wie ihr immer macht. Na komm schon, renn zurück. Renn zurück, Kwama. Ah, es ist sogar hier. Kwama, Juwelensekret, komm schnell, nimm. Ja, sehr schön, und weg. Abgeschlossen. Jetzt kann ich die Opfergabe machen.
Wenn ich hier lebendig rauskomme, Mann. Na komm, ihr kleinen Quammer. Ich wollte es einfach nicht anders haben, so ich gerade. Oh, wow, wow. Ich kann nicht weg. Oh Gott, ich habe auch nicht mehr zu saufen hier. Warum seid ihr denn so stark? Ihr seid doch ganz normale Quammer, wollt ihr mich verarschen? Oh mein Gott. Wow. Na gut, okay, aber ich habe hier gemacht, was ich machen wollte. Krass. Lange wurde ich nicht mehr so umgebracht. Dann werde ich doch hier am Fegeschrein, oder? Perfekt. Ich habe ja hier alles... Mann. Ich habe ja hier alles erledigt, sozusagen. Moment, wo war der Ausgang? Ah, hier. Da brauche ich auch nicht mehr rein. Stärkere Quammer. Als sonst. Oder aber, die sind nicht stärker, sondern es ist einfach wieder die Masse. Das, was ich vorhin gesagt habe. Die Masse macht es. Oh, und jetzt muss ich hier mehrere Opfergaben machen, Mann. Hm. Na gut, ich würde sagen, die Opfergaben mache ich dann beim nächsten Mal. Was ist das denn? Horn? Ah, okay, nee, dann nicht. Und den kleinen Quammer nehme ich noch mit. So. Okay, dann danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao.